Ladies and Gentlemen, hier sehen Sie die Frau Meisner. Und das ganze Volk ist schon hier. Alle freuen sich riesig. Ich höre das Labern auf und gleich geht's los mit den Kindermusiktagen. Die Aufführung. Ich soll den Schaf spielen. So, jetzt. Thank you.
Geträumt? Also wenn ich ehrlich bin, dann eigentlich von Elefanten, von rosa
außer Elefanten. Okay, vielleicht fragen wir ja mal die Eltern. Stimmt, gute Idee. Von was haben Sie so geträumt? Strand, Meer. Okay, also eher Urlaub? Urlaub. Von was haben Sie geträumt? Vom Urlaub. Okay, jetzt schauen wir mal auf diese Seite. Von was hast du geträumt? Autos wahrscheinlich. Okay, Abwechslung. Dann schauen wir mal, von was hast du denn geträumt? Eiscreme, ja gut, das ist auch gut. Tja, manchmal träumt man träumt ja nicht jeden Tag von Urlaub. Manchmal träumt man ja auch echt wirres Zeug. Man macht auf und hat keinen Plan mehr, was man eigentlich geträumt hat. Das stimmt. Stell dir mal vor, so manches würde wirklich wahr werden. Wir machen am Strand auf oder in Eiscreme. Das wäre ganz schön abgefahren, richtig? Das stimmt. Aber manchmal träumt man ja auch einfach nur so tagsüber, voll in Gedanken verloren. Manche Eltern kennen das bestimmt von ihrem Kind. Oh ja, ja. Damals in der Schule, da gab es das eine Mädchen, wie hieß sie gleich? Samuel? Ja. Aufwachen. Ja, okay, wo war ich? Kindermusical, Eltern und so. Ja, also hallo. Da waren wir schon. Gut, tschüss. Nee, da Was? Waren wir noch nicht. Du wolltest, glaube ich, erzählen, worum es heute hier geht. Ach ja, genau. Heute haben wir für euch die Geschichte von Josef vorbereitet und seine 12 Brüder. 12 insgesamt, eine ganze Fußballmannschaft plus Auswechselspieler, aber das waren keine Fußballspieler, sondern Schafhirten. Denn die Geschichte spielte damals so im Jahr in der Vergangenheit. Da gab es noch kein Internet und so, also Jakob, der war der Vater und hatte eben diese 12 Söhne. Und Josef war der Zweitjüngste und sowas wie der Lieblingssohn. Na, sowas sollte es aber eigentlich nicht geben. Ja, aber das waren halt Menschen und Menschen sind halt menschlich. Und sie machen Fehler und solange man aus den Fehlern lernt, ja, aber dazu später noch was. Also Josef war so ein, war so ein richtiger Träumer. Die Träume stiegen einfach in seinen Kopf und dann sahen sie wie ganz echte Bilder aus. Thank you.
Tages, die Brüder waren wieder mit den Schafen unterwegs, rief Jakob seinen Sohn Josef zu sich. Josef, komm mal her. Ja, Vater, was gibt es? Deine Brüder sind schon den ganzen Tag außen. Sie haben bestimmt Hunger. Ich habe was zusammengelegt. Wie, jetzt sofort? Natürlich jetzt sofort. Wenn du jetzt losgehst, schaffst du es noch vor Sonnenuntergang. Halt, stopp. Das muss ich jetzt erklären. Ihr werdet sagen, naja, so ein Mantel eben, aber es war so ein richtig teurer Mantel. Nicht mal so bei Wish bestellt oder Secondhand gekauft. Schon eher ein Designermantel von Louis Vuitton oder so. Also richtig wertvoll. Und Jakob hatte nicht mal eben 12 solcher Mäntel gekauft, sondern nur für Josef. Halt, vergesst das Essen für deinen Brüder nicht. Ach so, ja. Auf dem Weg dorthin dachte Josef viel über seine Brüder nach. Sie konnten ihn nämlich nicht so gut leiden, waren eifersüchtig, weil Josef den schönen bunten Mantel von seinem Vater bekommen hatte. Und dann noch die Träume. Oh weia, Josef hatte allen von seinem letzten Traum erzählt. Sonne, Mond und 11 Sterne hatten sich vor einem 12. Stern verbeugt. Und der 12. Stern war Josef. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Seine Brüder nannten Josef seitdem einen eingebildeten Spinner und mochten ihn überhaupt nicht. Sie ärgerten ihn, lachten ihn aus, wann immer er in die Nähe kam. Irgendwie schon schade, dass meine Brüder so rein gar nichts von meinen Träumen verstehen. Naja gut, ich ja auch noch nicht. Aber ich bin mir sicher, dass Gott zu mir spricht und noch irgendetwas Wunderbares passieren wird. Ja, schaut mal, wer da kommt. Papas Liebling, dieser kleine Mistkerl. Wie er schon läuft mit seinem tollen, schicken Mantel. Als ich so alt war, musste ich schon längst mithelfen. Aber der Josef kriegt natürlich wieder eine extra Wurst. So eine Wurst. Eher Würstchen. Du sagst es, er ist einfach so anders als wir. Völlig anders. Eine echte Nervensäge. Er war noch keinen Tag mal mithelfen. Papas kleiner Prinz. So ein Traumtänzer. Irgendwie kann man die Brüder schon ein bisschen verstehen. Josef ist der kleine Bruder und kriegt eine Extrabehandlung. Muss nicht mithelfen. Und dann noch der Mantel und zuletzt dann dieser irre Traum. Ja, wisst ihr noch den Traum, von dem er neulich erzählt hat? Du meinst den mit Sonne, Mond und Sterne? Die Geschichte mit den Sternen und alle verneigen sich? Ja, genau die Geschichte. Bestimmt wird er gleich, dass wir uns auch vor ihm verneigen. So mit Hufknicks. Ja, kann er mal knicken. Aber sowas von. Oder dass wir ihm die Füße küssen. Ach, ich hätte auch gern einen so tollen Mantel. Hey, bleib bei der Sache. Mal sehen, was er uns heute wieder für eine Story auftischt. Voll weird. Ja, schon ein bisschen crazy, denke ich. Dieser Typ ist ein Dreck, keine Frage.
ich mir, dieser Typ ist echt wir, voll daneben. Vom Leib und nahmen das Essen und warfen ihn in den Brunnen. Ruben, dem Ältesten, war gar nicht so ganz wohl bei dem, aber er wollte sich auch nicht mit ihnen anlegen. Irgendwie konnte er den Neid und Missgunst seiner Brüder verstehen. Nichts ist schlimmer als Neid unter Geschwistern. Aber ist das nicht ein bisschen, too much? Also eine kleine Leck, also Abraham hat er sich schon mehr als verdient. Da schaut mal, eine Karawane. Die Karawane zieht weiter, der Josef wird dosch. Der Josef wird dosch, der Josef. Haltet mal die Klappe, ich hab eine Idee.
Wir verkaufen den Mantel an die Karawane. Nein, nicht den Mantel. Du und dein Mantel. Nee, er meint, wir verkaufen Josef. An die katholische Jugend? An die Karawane. Und zogen ihn aus dem Brunnen. Die Brüder, die feilschten mit der Karawane. Und am Ende erhielten sie einen Sack voller Geld. Und die Karawane schleppte Josef mit sich und die Brüder winkten zum Abschied.
Brüder, das könnt ihr doch nicht. Doch können wir. Siehst du doch. Ganz einfach. Gute Reise. Und danke für den Mantel. Nix da, gib den Mantel her. Wir brauchen noch eine Story für Vater. Als der Älteste Ruben wieder zurückkam, stellte er sie zur Rede. Wo ist Josef? Verkauft? An die katholische Jugend? Nee, Karawane. Nicht euer Ernst, ihr könnt doch nicht. Doch, siehst du doch. Wir brauchen noch eine Geschichte für Vater. Ich habe auch schon eine Idee. Sie nahmen den Mantel und zerrissen ihn, sodass es aussah, als ob Josef von einem wilden Tier gefressen wurde. So kamen sie zurück, taten ganz betröppelt. Und als Jakob den Mantel sah, nahm er ihn, fiel auf die Knie und weinte furchtbar. Und Josef jetzt? Josef war auf dem Weg in ein weit entferntes Land, nach Ägypten. Und wenn ihr jetzt denkt, schlimmer geht es gar nicht,
dann muss ich euch sagen, doch. Es wurde immer schlimmer, bis er ganz im Keller war. Um genau zu sein, im Verlies. Und das geschah so. Als Sklave wurde er auf einem Markt angeboten und schließlich verkauft. An einen reichen Schnösel namens Potiphar. Kein geringerer als der Bodyguard vom Pharao. So hieß der König der Ägypter. Potiphar hatte eine prächtige Villa, quasi einen Palast. Dort wohnte Josef nun und musste als Sklave eben arbeiten. Aber Josef stellte sich gar nicht so ungeschickt an. Er arbeitete gut und auch die Sprache hatte er recht schnell gelernt. Potiphar kriegte ziemlich schnell spitz, dass dieser Josef ein cleveres Kerlchen war. Und so machte er ihn quasi vom Tellerwäscher zum, Hausverwalter, was mal ein ordentlicher Karrieresprung ist. Eigentlich gut, sollte man meinen. Aber so wurde auch Potiphas Frau, nennen wir sie Zuleika, auf ihn aufmerksam. Und die machte sich regelrecht an ihn heran. Und sie war auch ein echtes Topmodel. Sie machte ihm hübsche Augen, schlich den ganzen Tag um ihn herum, flirtete, neckte und tanzte. Furchtbar auf. Sie hatte schon immer bekommen, was sie wollte. Da war sie beleidigt und sie schrie sich regelrecht in Rage. Wache! Wache! Zu Hilfe! Er hat mich angefasst! Aber Herrin, nein, so war das nicht. Natürlich war das so. Ja, da saß er nun. So ein dreckiges, rattenverseuchtes Loch. Am Anfang war er schon ziemlich geknickt. Unschuldig, wegen einer Lüge im Gefängnis. Und das, Achtung Spoiler, jahrelang. Aber Josef versuchte das Beste daraus zu machen. Freundete sich mit den Wärtern an und deutete die Träume der Mitgefangenen. Und auch einer der direkten Angestellten des Pharaos war einmal bei ihm zu Gast. Doch das ist schon einige Jahre her. Er vergaß Josef und seine Traumdeutereien, bis eines Tages...
Was für ein furchtbarer Traum. Was das wohl bedeuten soll. Kämmerer! Ja, Herr? Bring mir was zu trinken. Habt ihr schlecht geschlafen? Kann man so sagen. Ein irrer Traum. Beängstigend. Was zu bedeuten hat. Ich erinnere mich, als ihr mich vor Jahren mal in den Kerker warft, nur weil das Ketchup alle war. Aber nur zu Recht. Da lernte ich einen der Gefangenen kennen. Japp oder Yusuf oder Josef hieß er. Er soll Hand angelegt haben an der Frau von Potiphar. Ihr wisst schon, diese Hammerbraut. Er beteuerte seine Unschuld und dass eigentlich sie. Kommt auf den Punkt, Kämmerer! Sehr wohl, Herr. Er hat mir meinen Traum gedeutet und die anderen Gefangenen berichteten das Gleiche. Ich kann ihn für euch bringen lassen. Dann mal her mit diesem Traumdeuter und checkt mir noch was ein. Und so kam es, dass Josef vor den Pharao geführt wurde, der ihm von seinem Traum berichtete. Sollte ich dir vertrauen? Mein Gott hat mir diese Gabe geschenkt. Ich habe mich noch nie geirrt. Und es kam, wie es Josef vorhergesehen hatte. Die Ernte im darauffolgenden Jahr war riesig.
So riesig, dass der Pharao sich an Josef erinnerte und riesige Kornkammern anlegen ließ. Alles überschüssige Korn wurde dort eingelagert. Ach ja, und den Josef holt er noch am selben Tag aus dem Gefängnis und beförderte ihn. Fortan regelte Josef alles, wo in welche Kornkammer welches Korn und so weiter kommt. Ein richtig wichtiger Posten, denn als die 7 Jahre rum waren, kam es, wie es Josef vorhergesehen hatte. Die Ernte brach ein. Aus überall her kamen die Menschen, um Korn zu kaufen. Und jeder bekam etwas. Und das Volk rief: Die Jahre des Hungers zogen ins Land. Und auch die Brüder aus der Heimat litten Hunger. Sie hörten, dass es in Ägypten Korn zu kaufen gäbe, weil der Pharao so weise war und auf seinen neuen klugen Berater gehört hatte und Kornkammern anlegte. Und so beschlossen sie sich, aufzumachen und nach vielen Tagen der beschwerlichen Reise durch die Wüste wurden sie vor Josef geführt. Sie verbeugten sich vor ihm und fielen auf die Knie und baten um Korn. Sie erkannten ihn nicht, aber als Josef sie erblickte, erkannte er sie sofort. Doch er ließ sich nicht anmerken. Und wieder mal hatte Gott recht mit seinem Traum von damals. Aber in ihm tobte es. Sollte er wütend sein? Soll er sich freuen? Sollte er sich rächen? Oder war er dankbar für diesen Weg? War vielleicht alles Gottes Plan? Eine echte Gefühlsachterbahn. Wir bitten euch Untertanigst.
Steht auf, Brüder. Ich bin es, euer Bruder Josef. Josef? Das kann doch nicht wahr sein. Nicht wahr. Nicht möglich. Willst du deinen Mantel wieder? Ich habe ihn, Halt die Klappe. Was wirst du jetzt mit uns machen? Wirst du uns bestrafen? Es tut uns so leid. Ich vergebe uns, Bruder. Ich vergebe. Ich vergebe euch alles. Steht auf. Mein Weg hierher war vielleicht seltsam, aber wunderbar. Du vergibst uns? Ja, ich vergebe euch. Es ist so schön, noch euch all den Jahren hier wiederzusehen. Kommt her. Langsam, Brüder, langsam. Mit denen. Holt unseren Vater her. Wir müssen feiern. Und der Vater kam auch bald nach Ägypten. Und der Jubel war groß. Und es gab viele Freudentränen. Josef, Josef, kann es wahr sein? Leute, das muss gefeiert werden. Ende gut. Alles gut. Happy End. Alle wieder vereint. Und obwohl seine Brüder ihm so böse mitgespielt haben und so ziemlich jeder es verstehen könnte, wenn er sich rächen würde, verzieh Josef ihnen. Einfach so. Einfach irre. Aber die Freude über das Wiedersehen war größer als alles andere, was früher einmal war. Und er war dankbar für seinen Weg, der scheinbar von langer Hand geplant war. Der Plan Gottes, mal eben ein ganzes Land vor dem Hungertod zu bewahren. Träume, ach ja, manchmal können sie also doch wahr werden. Wenn du nicht auf Wache schwörst, dann wären Träume da.
gemacht. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und es so schön gemacht habt. Dankeschön. Die euch jeden Tag hierher gefahren haben und euch wieder abgeholt haben. Danke an die Eltern. Das nächste Dankeschön geht an die Küche, die uns gut versorgt hat mit leckerem Essen. Danke an die Küche. Dankeschön. Und ein nächstes Dankeschön an die Mitarbeiter, die hier alles gegeben haben für Theater, Musik, Schauspiel, Kostüme und, dass das hier alles super klappt. Dankeschön. Für euch so was Tolles zu organisieren und vielleicht habt ihr es gemerkt, ich war dieses Jahr arbeitslos. Die haben das alles von selber gemacht. Die Kinder, die waren spitze, die Mitarbeiter, die Band, alles ist Hand in Hand gelaufen. Ich habe eigentlich nur noch so ein paar Fäden ziehen müssen und durfte jetzt Paparazzi spielen. Ich möchte aber auf zwei Leute, die sind jetzt vergessen worden, die haben das richtig super gemacht, nämlich einen großen Applaus für Leonie und Samuel, die ihr hier so super durch das Programm geführt habt. Ja? Dankeschön. Also ich finde, die Kinder, die haben sich auf jeden Fall Ostern redlich verdient, oder? Ja! Da wird der Osterhase ein paar Mal vorbei hoppeln und euch hoffentlich ein paar leckere Sachen vorbeibringen. Wenn ihr noch nicht genug davon bekommen habt, wir werden das Musical nochmal aufführen. Wir haben nur noch keine Ahnung wann, aber es wird auf jeden Fall nochmal kommen und dann vielleicht auch ein bisschen zu späterer Stunde. Wenn ihr noch andere Sachen wissen wollt, was wir so treiben, Freizeiten, Kinderübernachtungen oder es gibt immer noch eine Kinder-Musical-Gruppe jeden Donnerstag, dann einfach den QR-Code abscannen und mir folgen. Ansonsten, glaube ich, kriegen jetzt die Kinder noch mal einen fetten Applaus. Das habt ihr spitze gemacht. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr und vielleicht bald bei der Kindermusikgruppe oder bei der Kinderübernachtung hier. Jetzt habe ich gerade gehört, wir machen noch einen kleinen Ausmarsch. Macht ihr mit? Ja! Okay. Ich glaube, das Lied wird euch gleich auffallen. Was es für ein Lied ist, das haben wir und die Eltern noch nie gehört, glaube ich. Thank you.
Thank you.
sie hier so rum, ne? Dann kann man sie besser bewegen. Thank you.
Weil da die Mikrostände drin sind.